stellen wir uns mal so eine Stadtverwaltung vor, die soziokratisch organisiert ist, dezentral, durchdigitalisiert. Welche Rolle hätte so eine Stadtverwaltung deiner Meinung nach, um städtische Probleme anzugehen, die wir heute haben? Wenn da zum Beispiel ein paar Gruppen sind, zivilgesellschaftliche Gruppen, die von sich aus gerne Probleme bearbeiten möchten, zum Beispiel wie das Tempo verfällt, das damals entstanden ist aus dem Protest heraus. Also in welchem Verhältnis steht die Stadtverwaltung dann zur Zivilbevölkerung? So ein Bild im Kopf? Also müsst ihr jetzt mal nachdenken. Also du meinst, in einem Zusammenarbeitsverhältnis oder einem Machtverhältnis? Genau, oder das Machtverhältnis vor allem, ja. Also wäre diese Stadtverwaltung, die müsste Autonomie bereitstellen, diesen Gruppen, und ihrerseits ja auch Macht aufgeben. Wir stellen uns dann halt die Frage, welche Funktionen übernimmt die Stadtverwaltung dann? Wenn man nicht mehr zur Stadtverwaltung gehen muss, um Erlaubnis zu fragen und selber städtische Probleme vor Ort zu lösen, in selbstorganisierten Gruppen, was macht die dann? Gibt sie noch? Und im besten Fall stellt sie eine Beratung vielleicht zur Verfügung, würde mir das direkt mal einfallen. Oder sich jetzt, ich habe es wie gesagt nicht lange drüber nachgedacht, aber im besten Fall würde ich mir wünschen, Strukturen mir zur Verfügung zu stellen, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Weil auch ich als selbstorganisierte Eigeninitiative Gruppe beispielsweise habe vielleicht nicht unbedingt immer so den rechtlichen Background. Also auch wenn sowas funktioniert, gibt es ja trotzdem noch andere Instanzen, die berücksichtigt werden müssen. Vielfach ist vielleicht auch einfach schon Wissen vorhanden, was ja doof wäre, wenn ich dann irgendwie als Bürgerin das nicht nutzen kann, wenn es mir zur Verfügung steht. Also das würde ich dann schon erwarten. Also ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Also mit dem Ziel, irgendetwas Positives zu schaffen, was ein Problem löst. Für mich als Bürger vor meiner Haustür. Ja. Jetzt schon so Startup-Charakter. So stelle ich es mir vor. Ja. Ja.